Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu GTA 5. Ja, genau, und heute mit dem Milch, den ich heute eingepackt habe. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Und heute habe ich natürlich wieder ein schönes Commentary vorbereitet. Und im Hintergrund seht ihr einfach dieses live erspielte Gameplay. Und ich bin ja auch einer, der wirklich auch live kommentiert. Ich bin jetzt nicht mehr so einer, der nachkommentiert, sondern ich rede jetzt und sehe vor mir genau real life das Bild. Das ist natürlich auch nicht immer so leicht jetzt hier. Oh Gott, Überwachungskamera. Coole Scheiße. Nämlich da kann ich jetzt sehen, was der Milch so tut. Und wie schon gesagt, Grand Theft Auto 5 ist heute das Commentary und heute reden wir mal über die Nachteile von GTA 5, was nicht so toll ist, was toll ist und einfach mal fangen wir an. Fangen wir an mal mit dem, was gut ist. Ich rufe in dieser Zeit mal Pegasus an. Was gut ist, ist auf jeden Fall das Wasser. Also das Wasser in GTA 5, da hat sich Rockstar Games wirklich sehr viel Mühe gegeben. Bei dieser unglaublichen Engine, also bei dieser unglaublichen Sache da. Also sowas habe ich auf der PlayStation 3 noch nie gesehen. Und wahrscheinlich auch auf der Xbox 360. Solche Wassereffekte, die sind wirklich bombastisch. Manchmal sitze ich wirklich vor dem Ding, das war, als ich heute Singleplayer gezockt habe, in der Nähe vom Leuchtturm war, und diese riesigen Wellen gekommen sind. Riesige Wellen, und die haben einfach so, Blatsch, ach, es war herrlich. Und ihr kennt das ja alle wahrscheinlich. Wassereffekte, top. Nun kommen wir zu dieser unglaublichen Weitsicht. Also wir können bis zum Ende der Karte gucken, das ist auch unglaublich bombastisch. Und das ist wirklich Technik. Das ist wirklich ein Wunder der Technik, weil dieses Spiel läuft wirklich flüssig. Muss man wirklich mal so sagen. Und das ist nicht so wie in Grand Theft Auto San Andreas, wo einmal wieder was neu dazu puffern muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo nach vorne fahre, dass da diese ganzen Maps nacheinander laden. Nee, ich habe sofort eine flüssige Karte und kann sofort fliegen. Wunderbar, kann hier natürlich jetzt auch theoretisch schon Looping machen, kann hier fliegen, kann verschiedenste Fahrzeuge vom U-Boot bis Flugzeug fliegen und Fallschirmspringen. Das konnte man ja in GTA 4 nicht. Das war natürlich immer ein bisschen schade, was ich in GTA 4 natürlich immer ein bisschen bemängelt habe. Genau. So, also, GTA 4 war das auf jeden Fall. War auch ein schönes Spiel, ganz klar. Und jetzt gucken wir mal, was der Milch so macht. Ja, Realismus ist hier auf jeden Fall auch gegeben. Natürlich, das ist jetzt natürlich nicht die realistische Fallgeschwindigkeit, aber ich habe es mal ausgerechnet. Ich bin auf den höchsten, mit dem Flugzeug zur höchsten Stelle geflogen, 1300 Meter, bin dann noch nach unten gestürzt und habe die Zeit gezählt. Und das waren 26 Sekunden. Ich habe ausgerechnet, dass ich da bei 50 Meter pro Sekunde gefallen bin. Das würde dann bedeuten, eine Fallgeschwindigkeit von 200 km/h bedeutet auch die realistische Fallgeschwindigkeit. Das heißt, Basejumpen im Steilflug ist realistisch dargestellt. Natürlich ist es nicht möglich, alles realistisch darzustellen, aber es ist schon viel. Zum Beispiel kann ich das Cabrio jetzt hier öffnen. Zum Beispiel einfach so. Das Verdeck geht jetzt langsam zu. Oh, Milch! Milch, hilf mir! Milch! Oh, Milch! Jetzt bräuchte ich mal Hilfe. Oder wir schießen einfach den Bauarbeiter mal in den Rücken. So, jetzt kommt das, was nicht so gut ist an GTA. Und das ist in meinen Augen... Lass mich überlegen. Die Preise. Die Preise in GTA Online. Unglaublich frech, was sie da verlangen. Das ist wirklich nicht normal. Also wirklich hier 3 Millionen Dollar für einen Panzer und dann werden noch, und dann wird mir immer wieder angezeigt, Sie können Grand Theft Auto Dollars kaufen im Store. Finde ich auch frech. Finde ich ganz frech, bin ich kein Freund davon. Ich habe auch schon davon was gekauft. Muss einfach nicht sein. Und die Hacker, die machen nichts und kriegen dann hier Geld. Ja. Das war's eigentlich. Sonst ist das Spiel eigentlich cool.
muss ich ganz ehrlich sagen. Können auf jeden Fall noch ein paar Erweiterungen kommen und dann passt das schon. Wie steht ihr zu GTA? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wie findet ihr GTA 5, besser gesagt? Dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao. Scheiße.